Willkommen zurück bei SMP. Wir sind nicht ganz da, wo ich aufgehört habe. Ich bin ein bisschen weiter gegangen. Wir sind immer noch im selben Dschungel und das Ding ist unglaublich groß und hier ist ein Sackgasse. Ich bin gerade erst ins Boot eingestiegen, weil es nämlich wahrscheinlich auch gleich wieder Nacht wird. Und ja. Scheiß Boot. Mal wieder. Ich habe immer so ein bisschen die schönen Sachen des Dschungels geschnappt, unter anderem einige Coconut Beans, oder wie? Nee, Kakaobohnen meine ich. Ja, dazu standen noch ein paar Pumpkins und so und wir haben jetzt auch ein paar Shears, das heißt auch die Weinzeige geschnappt. Obendrein auch noch einiges von dem, zumindest ein paar von den Saplings. Die wollten eigentlich auch ein bisschen weiter, das hat schon einen halben Tag gedauert. Direkt neben unserem Loch war eine Ravine, was irgendwie cool war, weil da konnte ich dann relativ schnell das Eisen für die Shears finden und das hätte ich sonst total verplant gehabt und so. Man kennt mich ja mittlerweile hoffentlich. So ein bisschen. Ein kleines bisschen wenig. Naja, egal. Oh! Ozean. Halleluja. Und ich habe noch ein Boot. Besser als kein Boot. Verstehe mich nicht falsch. Und endlich geht es wieder ein bisschen voran. Ich meine, das ist natürlich, ich dachte, ich zeige jetzt mal so eine Nachtwanderung. Die letzte Nacht habe ich in meinem Erdloch übersprungen. Aber hier wollte ich jetzt mal ein bisschen so machen, aber ich denke mal, drücke mal noch ein bisschen schneller voran, dann kann ich euch auch in dieser Folge noch das Mesa-Biom zeigen. Sollte dieser Ozean jetzt ein bisschen größer sein. Oh, da vorne ist noch mehr Sugarcane, das ist auch cool, da links scheint das die Spitze von der Landzunge zu sein. Was nicht ganz so prickelnd ist, ja, und das sieht aus, als ob es da nicht mehr unbedingt allzu viel weitergeht. Achso. Okay. Also das mit den Booten ist cool, aber wir können ja momentan nicht so viel damit reisen, wie ich gerne würde. Dass das immer stehen soll, das kleine Signalding. Ich denke mal, wir haben ein bisschen was eingesammelt. Ja, drei Stück sollte für den Anfang einer Farm auf alle Fälle reichen. Ich weiß noch nicht, wofür wir das alles brauchen, aber ich denke mal, es zu haben ist gar nicht mal so schlecht. Ein paar Bücher können wir dann daraus machen, jede Menge Kuchen wie auf dem anderen Server. Das war ja schon immer so eine tolle Geschichte da, was ich da gerissen habe. Mal so mitten in der Nacht, ja, wie viele Stacks von Zeug einfach mal in Kuchen umwandeln. Ja, ist halt Dummheit, oder was soll man sagen. Und hier geht es aber, glaube ich, wieder aufs offene Meer hinaus, sehr schön. Oh, hier scheint auch irgendwie Wüstenbiom oder so zu sein, weil hat ja kurz der Regen aufgehört. Ich weiß gar nicht, in welchen Biomen es noch nicht regnet, außer Wüste. Ich meine, es gibt auch einige Biome, wo es halt schneit. Aber wir kommen jetzt gut voran, das finde ich sehr schön. Wir können mal ein bisschen mehr Richtung hier X gehen. Also Z haben wir ja schon fast die richtige Koordinate erreicht. Ich finde noch so 100 Blöcke und da ist auch die Frage, ob diese Koordinaten sich auf den Rand oder auf die Mitte oder sonst wo im Biom beziehen. Ich denke mal, ein ganzes Biom sollte kein großes Problem sein zu finden, vor allem da die Biome hier eh relativ groß sind. Ich hätte da halt nur mal Probleme mit den, wie heißt das nochmal? Mit meinem Haus was. Oh, guck mal, unterirdische Dinge da unten rechts war das. Eine Höhle mit Lava wahrscheinlich oder irgendeiner hat da ausgeleuchtet. Ich habe übrigens auch vor, was im Ozean zu bauen, so später. Und das hier wäre echt eine geile Sache dafür, weil schön flach, sehr tief und scheiße Squids, Ausweichmanöver. Verdammte Mist, wie achtet doch mal hier auf andere Leute. Könnte man von mir auch sagen, aber nein. Oh, ich glaube, das war knapp. Da unten links war auch noch irgendwas im Wasser gewesen und ich glaube, das war ein Squid, der mich beinahe gerammt hätte. Die Viecher sind so unkontrollierbar. Aber wir sind fast da. Es fehlen noch 2000 Blöcke, was bei dem Tempo hier kein großes Problem sein sollte. Also Boote auf offenem Wasser kein Problem. Es sei denn, man fährt in so einen Squid-Haufen. Ich meine, wenn ich jetzt hier das Boot verliere, wenn das hier kaputt geht, bin ich am Arsch. So ein bisschen. Oh, da vorne ist wieder eine Landmasse. Das ist in dem Falle gar nicht mal so schlecht, weil ich wirklich Angst hätte, dass ich sonst hier irgendwie strande. Wobei, 2000 Blöcke sind es immer noch fast. Ich meine, es waren, glaube ich, relativ nah an die 6000, die wir müssen. Und jetzt haben wir
Set auf alle Fälle gut erreicht. Ja, ich hoffe mal, dass hier noch ein bisschen weiter geht. Wäre ja nicht das Verkehrteste. 4400. Ja, schön. Also, ja, läuft doch. Regen ist ein bisschen, naja, ist hier ganz so trist, finde ich, mit dem Zeug. Also habe ich hier gerade kein Problem mit. Vor allem mein PC damit eh keine Probleme werden. Wenn jetzt allerdings einer ankommt und sagt, er möchte die Nacht überspringen, dann nein, sorry. Dann müsste ich wohl auslocken, das würde noch gehen, aber Bett habe ich nicht dabei und aufstellen kann ich ja auch nicht. Bett mitzunehmen wäre eigentlich generell bei sowas mal eine gute Sache, aber ob die dann immer in der Nähe von dem Bett sind, beziehungsweise von ihrem Bett, ich denke mal, es will auch nicht unbedingt jeder dann irgendwie dabei ist von einem anderen schlafen und dann nachher dort seinen Spawn haben. Oh, eine Wüste. Oder ist das schon Mesa? Ne, das ist eine Wüste. Wüste brauchen wir eh noch. Ich denke mal, die Koordinaten sind dann auch im Video drin, von daher schon mal cool. Ich hätte vielleicht doch das andere ausbilden sollen, aber wir haben jetzt also das Portal. Oh, ein einsamer Creeper. Wie traurig. Mit dem Regen, wird nass und ganz fluffig, da will man ihn ja doppelt knuddeln. Ne, besser nicht. Ich hätte vielleicht doch sofort den Weg ausprobieren sollen, also das dauert schon eine Weile. Also ich habe auch einen Teil von dem Dschungel übersprungen, der war halt relativ groß und nicht allzu viel los drin, also ihr habt da nicht wirklich was verpasst, ihr habt ein paar Sachen abgebaut. Aber wir kommen der Sache schon echt nah. Finde ich cool. Ich denke mal, wir können hier mal probieren, außenrum zu fahren. Sofern es außenrum geht. Also Wüste in der Nähe von dem Meer finde ich da gar nicht mal so schlecht. Vor allem wenn das halt auch eine Wüste ist, wo man nichts abbaut. Weil wie gesagt, es gibt hier eine Wüste, die habe ich noch gar nicht gesehen, wo irgendwie einfach nur platt gemacht wird. Was natürlich auch verstehen kann, weil ja, Sand für Glas, Sandstein etc. Das ist ja alles gar nicht mal so schlecht. Ich weiß allerdings auch noch nicht mal, in welchem Biom ist tatsächlich die wie heißt es nochmal, die welche sind hier, roter Sand und sowas. Ist das Mesa oder auch Wüste, aber naja, ich werde es wahrscheinlich rausfinden. Ich denke mal, es ist Mesa, weil hier in der Wüste sieht man ja keinen einzigen roten Block. Ja, ich glaube, wir entfernen uns mal wieder von unserem Ziel. Wenn es hier nicht gleich... Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Nee. Drehen wir wieder um. Komm schon, Boot, du schaffst das immer anzuhalten. Hoffe ich wenigstens mal. Hallöchen, Creeper. Bitte nicht beachten. Einfach weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen und auch nichts zu explodieren. Einfach mich links liegen lassen. So, ist gut gewesen. Bravo, Creeper. Ich würde ihm jetzt einen Keks zu werfen, aber ja, das klingt auch gut. Amos Dance habe ich noch gar nicht gemacht. Aber ich bin am momentan auch super sehr beschäftigt, hier W zu drücken und aufzupassen. Ich kann ihm jetzt nicht W antworten, weil dann ist er ständig da vorne und so. Aber klingt gut. Können wir erstmal machen. Nee, ach, da ist auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, ich könnte da rein, aber nee. Ich meine, ich kann überall rein, nur bringt mich das hier unbedingt weiter. Wieso regnet es hier eigentlich? Ist das jetzt hier... Achso, River Biom, alles klar. Was da vorne ist, Wüste, das ist auch Wüste, aber hier ist River. Kann das River Biom sich bitte bis zum Ding nicht durchziehen? Das wäre mir sehr lieb. Ich meine, ich kann auch die ganze Nacht jetzt einfach hier rundherum schwimmen. Das könnte was sein. Ansonsten werden wir eh da reingehen, also wir haben genug, um einfach mal ein bisschen durchzusprinten. Das Boot lasse ich einfach hier und mache einfach neue, wenn da welche kommen, weil... Oh nee, das ist ein Fluss, sehr schön. Und da führt mich sogar in die richtige Richtung, doppelt schön. Wer hört jetzt auf, dann bin ich sauer. Oh, jetzt ist das nur eine scharfe Kurve. Bremsen. Blinken. Bremsen. Gott, ist das eine Scheiße mit den Booten. Also man kann da irgendwie nur gucken, wie man will, aber irgendwie so richtig laufen tut es halt nicht. Aber es wird auch wieder hell. Das macht die Sache ein bisschen besser. Jetzt haben wir nur noch Creeper zu befürchten. Und wir sind auch schon fast da. Also wir sind jetzt ein bisschen zu weit mit Set, aber ich denke mal, wie gesagt, die Biome sind nicht unbedingt klein. Oh, Savanne. Moment mal, wir haben...
Wir haben Oak, wir haben Dark Oak, wir haben Fichte, wir haben Birke. Wir haben bald Dschungel und ich glaube, wir haben mit dem Ding nun alle Sorten Holz. Das habe ich auf dem anderen Server noch nicht hingekriegt. Da fehlen mir noch zwei Sorten, weil die irgendwie auch unglaublich verstreut sind. Cool. Freut mich. Savanne, Wanne, Wanne, Dedere. 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 Ja, also ich freue mich. Haben wir jetzt auch Akazien im Holz? Aus eigener Kraft. Ich meine, ich hätte auch andere Leute wahrscheinlich nach Settlings fragen können. Das hätte auch geklappt. Dafür hat man ja den Server, aber dass wir die Dinger jetzt alle so selber gefunden haben, mehr oder weniger, ist cool. Da bin ich nicht drüber klar und ich werde unbedingt wieder was essen. Wenn ich jetzt hier angegriffen werde und nicht regenerieren kann, ist das ein bisschen scheiße. Aber wir schaffen es heute auch noch zu dem Biom. Da gehe ich fest von aus. Ich warte nur hier, bis wir den einen oder anderen Sapling haben. Oh, unser Inventar ist voll. Die brauchen wir nicht. Die ist komplett über. Ich kann auch die ganzen Holzdinger wegschmeißen. Sapling sind deutlich wertvoller. Es sei denn, ich muss jetzt aktuell irgendwas akut draus bauen, aber es ist nicht unbedingt so der Fall. Ich kann auch hier das wegschmeißen. Das Fleisch würde ich gerne, obwohl das brauche ich auch nicht. Was packen wir sonst noch in die Hotbars, wenn ich die nächsten Rennen im Gegenstand dort habe? So, ein bisschen Holz hier mitnehmen. Also, das ist noch relativ wertvoll, aber diese komische Blume hier, die bringt mir nichts. Also einfach so gar nichts. Liegt hier noch irgendwas rum? Ja, ich habe was aufgesammelt. Wir haben jetzt von zwei Dschungel-Saplings, das ist nicht viel, zwei Akazien-Saplings, aber es sollte reichen. Es wird ja wieder mehr. So, da ist ja diese komische Blume. Ist hier noch was runtergefallen? Ja, hier ist irgendwie... Ah, ne, das habe ich gerade abgeworfen. Okay, das soll reichen, wir wollen ja weiterkommen. Ich hoffe mal, zwei Dschungel-Saplings reichen, aber ich denke mal... Generell müssen wir ja schon ihres Pech haben, wenn daraus nicht wenigstens noch ein weiterer Sapling würde. Und dann sprinten wir mal ein bisschen, weil wir haben genug Nahrung dabei, was sonst auch nicht immer der Fall war. Aber mittlerweile. Vielleicht soll ich die Hühnerfarm doch ein bisschen noch behalten. Also das mit dem am Spawn aufstellen wird wahrscheinlich nichts, weil da sind andere Sachen geplant. Und das würde vom Stil auch wohl nicht da reinpassen. Von daher baue ich die wahrscheinlich irgendwo in der Ecke und... What the fuck, Extreme Hills? Really? Okay, die Ecke ist cool. Finde ich viel cooler als da, wo ich wohne. Halleluja. Und da haben wir Mesa. Sehr geil. Also, wir haben es so gut wie geschafft. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Da werden wir auch gleich auf eine... gehen und den Kram abfarmen und ich hoffe mal, dass wir noch wirklich bei dem das Portal nutzen können. Das Blöde ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, wo das scheiß Portal ist. Aber das sehen wir dann. Oh yes, baby. Das ist cool. Ich würde nur gerne mal wissen, welches davon das Harden Clay ist. Das hier, also das ist der normale Harden Clay, das heißt, den kann man einfärben. Werde ich mir mal schnappen. Also generell brauchen wir das weiße Zeug. Und wir haben ja auch den roten Sand, von dem ich geredet habe. Und natürlich haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich habe mir so komische Blume wieder mitgenommen. Harden Clay, alles klar. Dann lasse ich den Rest wohl doch hier, außer das Weiße, was ich wirklich brauche. Können wir auf irgendwas verzichten? Ja, auf Tools. So, damit der Mist hier nicht despawnt, packe ich den sogar mal wieder hin. So bin ich halt. Total sinnlos. Also den Red Sand werde ich mir auch schnappen, weil ich glaube, für so eine Sugarcane Farm könnte das schon geil aussehen. Zumindest hat man eine andere Option als diesen normalen. Also ich werde natürlich auch erst den White Sand Clay nehmen. Wenn dann irgendwie der andere Kram überbleibt, dann kann ich den auch zum Verkauf anbieten. Weil das Zeug hier ist sehr viel wertvoller als jedes gefärbte. Das weiß sogar ich einzuschätzen, weil man den ganzen Kram leider nicht wieder umfärben kann. Von daher, ich nehme es erstmal mit, aber es muss nicht unbedingt in meinem Besitz bleiben. Weil, wie gesagt, wenn das ein anderer gerade dringend braucht, dann kann der auch zu mir kommen. Ich farm das hier nur. Geht auch relativ schnell mit der Steinaxt. Also ich habe jetzt auch nichts anderes mitgenommen. Von wegen so die Dia-Axt oder so. Immer die Dia-Hacke. Die lasse ich dann doch mal lieber, wo sie ist.
Wir können uns ja wieder mit Erde rausholen. Ich hätte jetzt gerne irgendwie einen freien Inventarspot. Also kann sein, dass ich gleich irgendwie die Hacke wegwerfe, die angebrochene. Wir brauchen sogar zwei Inventarspots, vielleicht sogar drei, wenn wir ein bisschen Zeugs noch mitnehmen wollen. Das Leder würde ich gerne behalten. Das Wood ist überflüssig. Aber sowas von. Weil ich möchte auch gerne das hier mitnehmen. Ich denke mal, da kann ich hier auch eine Schaufel dran kaputt hauen. Das ist dann auch kein Problem. So. Freut mich, das Zeug endlich zu haben. Rezent. Also Kakteen interessieren mich da eher weniger. Ich denke mal, die kriegt man auch anderweitig. Kakteenfarm hat auch der eine oder andere, aber naja. Da brauche ich mir jetzt nicht mein eh schon volles Inventar damit belasten. Kriegen wir die Schaufel kaputt, bevor der Stack voll ist? Mit Sicherheit nicht. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Passt. Sieht auch gar nicht unnatürlich aus, dieses Muster. Und hier haben wir noch mehr harten Clay. Schön, dass ich dieses F3 einfach andauernd anlasse. Anders wäre ich hier verloren. Könnte ich einen mittlerweile mal ausmachen für eine Weile. Für euch. Für mich ist das essentiell, aber für euch mache ich das auch gerne mal aus. Oh, ich glaube, unser Inventar ist voll. Das heißt, ja. Wir packen den Kram wieder hin, weil es ist eine endliche Ressource. Von daher brauchen wir das Ganze hier nicht despawnen lassen. Und ich denke mal, ich schmeiße die Schaufel ab. Kümmere mich mal darum, dass wir noch ein bisschen was von dem weißen Zeug kriegen, was scheinbar irgendwie in einem gewissen Layer nur rumliegt. Welches auch relativ selten ist, aber naja, darum kümmere ich mich dann und wir sehen uns dann vielleicht auf der Rückreise oder so. Falls ihr das Portal nehmen sollte, ich weiß nicht, ob ich das. Ich denke mal, ich nehme das mit auf, weil das klingt nach einem Abenteuer und potenziell sehr gefährlich. Also wir sehen uns dann.